Ja, zum Abschluss der Vorlesung heute möchte ich Ihnen noch eine Alternative vorstellen zum Satz von Picard Lindelöf. Und zwar, was einen ärgert beim Satz von Picard Lindelöf, ist vielleicht die Lipschitz-Stetigkeit. Das ist also eine Sache, die noch zusätzlich immer nachzuweisen ist. Und die Frage ist, kann man auf diese Lipschitz-Stetigkeit vielleicht verzichten? Und die Antwort gibt tatsächlich der Existenzsatz von Peano. Und was der sagt, da können wir uns zunächst mal an einem Beispiel anschauen. Und zwar schauen wir auf das Beispiel y' von t gleich Wurzel y von t zum Betrag mit der Anfangsbedingung y von 0 gleich 0. Wenn Sie mal die Ableitung bilden hier vorne nach y, meinetwegen für y größer als 0, da sehen Sie, das konvergiert, eins ist sowas wie 1 durch 2 Wurzel y, und das konvergiert gegen unendlich für y gegen 0. Und da werden Sie die Ahnung haben, das Ding ist nicht Lipschitz-stetig, und tatsächlich zeigt man sofort diese Funktion, die da steht, die ist nicht Lipschitz-stetig. Das heißt, Sie können den Satz von Picard-Lindelöf hier nicht anwenden, denn es gibt keine Umgebung von 0, 0, wo diese Funktion Lipschitz-stetig ist, auch nicht lokal Lipschitz-stetig. Okay, gut. Aber trotzdem gibt es Lösungen, und Lösungen, es wörtlich zu nehmen, denn es ist sowohl die Funktion y von t gleich 0 ist eine Lösung, als auch y von t gleich t mal t Betrag. Setzen Sie es ein, das sind sofort beides Lösungen. Das heißt also, auf den ersten Blick klingt das gut. Ja? Also es gibt nicht nur Lösungen, sondern es gibt sogar zwei Lösungen. Aber das bedeutet natürlich, wir haben die Eindeutigkeit, die uns der Satz von Picard Lindelöf garantiert hat, verloren. Okay, und genau das ist das, was der Satz von Peano sagt. Das heißt also, sei f jetzt nur noch stetig in einer Umgebung der Anfangsbedingung a und y0, dann gibt es ein Intervall i, in dem a natürlich drin liegt, und eine Funktion y, die geht von i nach r hoch n, sodass y Lösung der Anfangswertaufgabe ist. Das heißt also, y' von t gleich f von t und y von t und y von a gleich y0. Nochmal Hinweis, y ist nicht notwendig eindeutig, das heißt also, diese etwas laxere Voraussetzung hier, dass wir die Lipschitz-Stetigkeit rausgenommen haben, dafür bezahlen wir jetzt hier mit dem Verlust der Eindeutigkeit. Okay, den Beweis möchte ich hier nicht führen. Ich sage nur, was die Beweisidee ist. Im Grunde geht man genauso vor wie beim Beweis von Picard Lindelöf. Man zeigt wieder, dass diese Funktion g, die wir jetzt schon mehrmals benutzt haben, einen Fixpunkt hat. Und da wissen wir dann schon, das ist eine Lösung der Anfangswertaufgabe. Nur nutzt man in diesem Fall nicht den Fixpunktsatz von Banach, sondern den Fixpunktsatz von Schauder, beziehungsweise manchmal heißt es auch der Fixpunktsatz von Brauer. Meine Maus ist schon wieder weg. Da ist er. Meinetwegen heißt auch der Fixpunktsatz von Brauer. Und der sagt, dass wenn d eine abgeschlossene Menge ist und g von d relativ kompakt ist, dann hat g einen Fixpunkt. Okay, das hört sich schon mal, ich weiß nicht, ob Sie die Begriffe alle kennen, aber das, was wir da natürlich brauchen, insbesondere ist, naja, wir arbeiten hier natürlich mit einer Funktion von den stetigen Funktionen in die stetigen Funktionen. Das heißt, wir brauchen hier eine Charakterisierung der relativ kompakten Mengen. Und die Charakterisierung liefert uns der Satz von Arcella-Ascoli, eine Teilmenge der stetigen Funktionen ist genau dann relativ kompakt, wenn d beschränkt ist und nur gleichgradig stetige Funktionen enthält. Und die Funktionen gleichgradig stetig sind. So, und die alle Funktionen gleichgradig stetig sind. Okay, gut. Das kann man tatsächlich nachweisen für diese Funktion g, und man braucht dafür nicht die man braucht dafür eben nicht Lipschitz-Stetigkeit, sondern es reicht hier die Stetigkeit, und den Beweis finden Sie zum Beispiel im Werner. Im Walter. Nee, im Werner finden Sie nicht, im Walter finden Sie den. Ach so, und eins fällt mir noch ein. Häufig sind diese beiden Sätze und auch der Satz von Peano auch Teil der Analysis 1. Ich mache das hier nur deshalb nicht, weil ich nicht weiß, ob das schon gemacht worden ist. Wenn ja, dann können Sie auch da reinschauen. Und ja, wir werden den Satz nicht allzu häufig in dieser Vorlesung nutzen.